M140 mit knapp 600 PS. Nach der letzten Abschleppaktion dachte ich mir, man muss wieder aufs Pferd steigen, wenn man runtergefallen ist. So nämlich! So und. Servus Freunde, neues Video mit dem M140. Ja. Nach der letzten Abschleppaktion dachte ich mir, man muss wieder aufs Pferd steigen, wenn man runtergefallen ist. Deswegen stehen wir wieder hier mit dem Auto. Mit frischen Michelin Pilot Sport 5. Das Ganze mit den Felgen sieht jetzt schon sehr gut aus. Warum der Reifen vorher kaputt gegangen ist, das haben natürlich viele gerätselt. Zu wenig Luftdruck, das ist Quark, weil ich hatte deutlich über 2 Bar. Kurz nach dem Aufziehen gefahren. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, dass man das nicht darf. Letztendlich wird man es nicht klären können wahrscheinlich. Deswegen einfach toi toi toi, nichts passiert, alles gut abgefangen. Danke für eure coolen Worte zu dem Abfangen. Ich fand, es sah auf dem Video gar nicht so wild aus, aber scheinbar haben viele registriert, wie wild es doch war. Ja, das heißt, wir haben jetzt PS5 drauf. Das ist kein Semi-Slick, das dürfen wir jetzt nicht vergleichen mit dem AR1. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe den AR1 heute verkauft hier am Ring. Ich hatte so eine Hasskappe auf den Reifen, wo ich da 300 Kilometer nach Hause gefahren bin. Das ist ja so ein geisteskrank lauter Reifen. Das ist wirklich krass, wie laut das ist. Ich bin damit nach Hause gefahren. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich dachte irgendwas, es muss doch was kaputt sein. Das kann doch nicht so laut sein. Das ist wirklich, wirklich, wirklich bekloppt. Ich schulde euch noch so ein bisschen, wie fährt ihr das Auto überhaupt, Video. Deswegen machen wir das heute, weil heute sind gute Bedingungen. Oder was heißt gute, normale Touri-Bedingungen. Aber das Auto läuft jetzt gut, denke ich, mit den Reifen. Wie gesagt, keine Semi-Slicks, einfach nur Sportreifen. Aber das weiß ich schon gleich einzuschätzen. Ja. Übrigens zu den Felgen noch eine Sache. Ich habe jetzt ja die neuen BBS drauf. Ich markiere euch mal unten die Größe. Ich weiß sie schon wieder nicht aus dem Kopf. Viele fragen immer nach der Größe. Ich weiß es aktuell nicht. Ich glaube 8x18, aber die ET weiß ich nicht. Und hinten ist 9x18. Aktuell auch übrigens bei BBS fast alle Felgen lieferbar. Das ist wirklich krass, weil ich habe da angefragt, hier Felgen, und die so, ja, alles was im Shop da ist, ist lieferbar. Also wenn da steht, verfügbar ist, so ein blauer, grüner Haken. Und da dachte ich halt, okay, krass, weil aktuell Verfügbarkeiten sind ja so semi-gut. Die haben auch gerade in Aktion laufen, markiere ich euch alles unten, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da gibt es 200 Euro auf Reifen. Das heißt, wenn ihr euch da noch neue Reifen drauf pflanzen wollt und noch Felgen braucht, passt das natürlich ganz gut zusammen. Ich würde sagen, wir starten jetzt los. Also ich nochmal kurz für alle, die neu dabei sind. Also wir haben hier einen M140 mit knapp 600 PS, 570 um den Dreh, mit einem Upgrade-Lader. Wir haben vorne eine AP, eine Pro 5000. Die ganzen Specs jetzt, außer die Felgen und das Fahrwerk, kommen alle von 55 Parts. Wir haben M-Lenker drin, wobei ich da nicht ganz so happy mit bin, weil die haben mir auch den Kotflügel kaputt gemacht. Wir haben einen ST XTR 3 Plus drin, oder Plus 3, wie auch immer. Wir haben eine Drechsler-Sperre drin, Stahlflex-Bremsleitung, starre Tonnenlager, Alu-Tonnenlager. Übrigens 55 Parts, wen es interessiert, die haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal abchecken. Verlinke ich euch auch alles unten. Die sind ja auch sehr, sehr cool drauf, muss man sagen. Die haben ja auch so eine Kiste hier mit 1000 PS, da müssen wir auf jeden Fall bald auch mal mitfahren. Nee, das wird witzig. Also, habe schon gesagt, darf ich fahren und das wird auf jeden Fall cool. Ich wollte heute eigentlich noch probieren, einmal mit dem Auto die Map zu wechseln, weil ich habe auch damals, 55 Parts hat ihn ja abgestimmt, eine Track-Map mitgekriegt. Ich fahre jetzt quasi immer auf meiner 100-200 Map, weil die meinten, der Motor kann das problemlos ab und es passt alles. Deswegen fahre ich damit halt. Aber es ist ja schon außer Kurve viel Drehmoment und viel Leistung. Da gibt es auch eine Track-Map für, aber das Problem ist, ich finde meinen MAD-Adapter nicht. Ich dachte, der würde in der Garage liegen am Ring. Liegt da nicht. Deswegen kann ich sie da nicht drauf spielen, weil ich wollte es halt mal testen, wie ist der Unterschied, und auch vielleicht mal Geschwindigkeiten vergleichen auf dem Garmin, weil das ist ja schon interessant, ob einen das jetzt schneller macht, wenn man weniger Leistung und noch hat. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, ist ja auch völlig peng. Wir starten jetzt rein. Ich hock mich nahe, hab hier oben Kamera, hab Kamera auf mich, und dann legen wir jetzt los. Wir werden jetzt noch an meiner Tanke hier ein bisschen Sprit, ein bisschen Chaperit reinfüllen in den Koffer, weil wir sind da relativ leer gerade. Und dann müssen wir ein bisschen warm fahren noch. Ich bin zwar hier heute mit hingefahren, das heißt, ein bisschen warm ist hier alles noch, aber trotzdem, naja, bis zur Strecke wird das Ganze dann endgültig auf Temperatur sein. Ich bin echt gespannt, wie er fährt, weil letztes Mal irgendwie so richtig habe ich nichts mehr im Kopf, weil dieser Schock mit dem Reifen, der hat alles überspielt quasi. Ja, oh nee, achso, Reifen, ich dachte gerade schon wieder, ich habe nur Reifen gelesen, Mann. Hier stand Reifenbefüllhinweise, weil ich jetzt natürlich abgelassen habe, dachte er, ich habe ein bisschen was verloren. So, er misst jetzt gleich. Ja, lass mal messen. Feinste V-Power hier für den Kollegen. Während wir gerade das flüssige Gold reinfüllen, ich habe gerade gehört, das ist voll. Wie schön, ich habe es schon tausendmal bei Instagram gesagt, die Leute nervt es wahrscheinlich auch. Wie schön kann bitte ein Reifen sein? Wie geil haben die das gemacht mit diesem Dings hier? Ich feiere das so hart. Ich weiß nicht, wieso ich das so feiere. Ich befürchte, gleich nach der Runde ist es weg. Ich genieße gerade noch mal den Moment, weil er so schön ist, weil wahrscheinlich wirklich gleich, wenn dann noch 3-4 Mal über den Curb, ist das wahrscheinlich nicht mehr so schön. So.
jetzt geht's los auf die Strecke. Ich bin echt gespannt, wie er fährt. Ich bin wirklich gespannt. Ja, wir werden, denke ich mal, 2-3 Rundchen fahren. Aber ganz entspannt, wir fahren da schön rein. Ja. Ich talk to ein bisschen zu euch und dann gucken wir mal, was das Ganze so gibt. Schauen wir mal, wie wir das Ganze hier so heute empfinden auf der Strecke. Also das machen wir mal weg, damit wir hier ein bisschen mehr Sicht haben. Dann machen wir uns noch einmal hier freie Sicht auf der Scheibe. Ich hoffe, Kamera hier ist einigermaßen richtig eingestellt, aber ich denke doch, ne? Ich denke doch, das sollte passen. So, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal warm fahren. Leider misst er jetzt hier gerade den Reifendruck noch. Es ist echt ein bisschen schwierig, aber was natürlich immer wieder geil ist, ist so und dann... Boah, Alter, das schallert dich so in Orbit, ne? Und 180. Boah, es ist einfach krass. Also da fährst du so viel mit auf der Geraden weg. Mann, ey. Aber gut, wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal hier langsam die Reifen warm fahren. Wobei wir 2,2 Bar jetzt gerade haben, also das ist völlig in Ordnung. Wir könnten jetzt komplett drauf losfahren, der Wagen wird zwar rutschen, aber ja, boah, lenkt aber nicht schlecht ein. Gut, der Unterschied ist ein Sportreifen normaler zu einem Semi-Slick, also wenn du jetzt einen Cup 2 oder einen AR1 oder einen Diretzer oder so drauf hättest, der arbeitet halt gleich gut, ne? Also da musst du nicht erstmal ganz viel warm fahren, damit der funktioniert, sondern der ist direkt auf seinem Level quasi. Da reicht es, wenn du so ein bisschen Temperatur reinbringst. Und das haben wir ja. Wir sind ja schon ein bisschen Straße gefahren, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Deswegen, ich muss aber gerade sagen, dass der Reifen nicht schlecht performt gerade. Also es hängt ja jetzt gerade viel am Reifen, weil vorher bin ich mit AR1 gefahren, die halbe Runde, bis der Platzer war. Und das war schon sehr gut. Aber ich muss sagen, gerade kann er mehr, als ich gedacht hätte, dass er kann. So, hier gehen wir mal schön über den Curb. Boah, fährt das Fahrwerk aber auch schön weg. Dann hier schön rausbeschleunigen. Bremse ist natürlich gewohnt gut, das ist klar. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt Reifentemperatur gleich misst. So, und dann saugen wir uns mal an allen vorbei. Das ist halt krass, ne? Weil wir jetzt ja gerade quasi wie einen, weiß ich auch nicht, wie einen Black Series hier von den 100-200 Werten unterwegs sind. Oh, da muss man natürlich aufpassen, dass der einem nicht reinfährt jetzt. Ja. Also geradeaus ist halt jedes Mal wieder beeindruckend. Und vor allem geil ist halt, dass es so standhaft und gut läuft. Ne? Weil, man muss ja sagen, der macht keine Mucken. Wir sind da mit 15 Minuten Grand Prix-Strecke gefahren und kein Problem. Einfach nichts. Also echt gut. Guck mal, wir fahren jetzt hier. Ich drehe mal ein bisschen aus. Ja, wir schaffen auf jeden Fall fast 260. Aber ja, da wird er aber unruhig. Ne? Da muss man hier schon schön in eine Bremse gehen. Weil da wird er hier unruhig, auch mit dem Reifen. Aber wenn man von oben durchlädt, schaffst du aber easy die 260. Also wirst schneller als mit dem M3. Vorne hilft der Sturz auf jeden Fall. Das merkt man gerade. Das fühlt sich gut an. Dann geht es jetzt mal in die Fuchsröhre runter. So. Naja, aufpassen. Sieht er uns? Ja, sieht uns. Hat geblinkt. So, dann können wir hier vorbei. In die Fuchsröhre runter. Man merkt natürlich, dass das Auto bedeutend mehr arbeitet als der M3. Also viel, viel mehr Bewegung drin. Schwimmt viel mehr auf, man merkt das Gewicht, aber es fährt nicht schlecht. Also es ist halt in keinster Weise vergleichbar mit dem M3, aber das darf man halt auch nicht vergleichen. Für einen, ich sag mal, Daily, der ein bisschen umgebaut ist, ist das schon Hammer, ne? Und ich fahre ja lange nicht am Limit gerade. So, und jetzt schön raus. Boah, guck dir den Hass an, wenn du hier aus der Kurve rauskommst. Das wäre halt geil, hätte ich das so im M3. So, Reifendruck ist angeblich gleich gemessen. Man muss echt ein bisschen aufpassen, ne? Weil man eben, ich bin die Kurve ja halt wahrscheinlich 30 km/h schneller gefahren. Und jetzt mit der Kiste hier muss man ja, sich umgewöhnen, sag ich mal. Aber ich muss sagen, das Diff arbeitet halt saugeil aus der Kurve raus. Man merkt das aus engen Kurven. Diff hat bei dem Auto auch das meiste gebracht. Also das war das Upgrade, was ich am ehesten euch empfehlen kann. Danach würde ich sagen Fahrwerk. Ja gut, Leistung muss jeder wissen, ob er da Bock drauf hat. Also das, ja... Ist halt so ein Thema. Hast du Bock auf Leistung, dann machst du es. Aber er fährt halt auch mit 340 PS oder auch mit, ich sag mal, ein bisschen Software halt sehr, 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 sehr gut, ne? Okay, moin, hier kommt mir ein M3-Schlüssel entgegen. Okay, perfekt auf jeden Fall auf so einer Runde. Ah ja, gut, ist wie es ist, ne? So, dann hier runter und dann hier aus. Jetzt merkt man es halt mit dem Diff, wie schön das arbeitet. Weil gerade mit der Leistung jetzt rein, drückt dich das halt richtig schön in die Kurve rein. Mehr Kurvenspeed, also der PS5, alter Falter. Ich glaube, um den mal einzuordnen, er ist kein PS4S. Also ein PS4S ist noch besser, weiß ich aber nicht, glaube ich aber.
Er ist aber, würde ich jetzt behaupten, besser als der PSS. Aber das ist jetzt auch nur, so eine Vermutung oder eine Einschätzung. Aber ich habe ja das Auto quasi gar nicht in diesem Zustand mit dem PSS gefahren. Deswegen kann ich das auch nur jetzt schwer einschätzen. Aber jetzt gerade mit Sturz, mit Diff, mit Fahrwerk, alter Falter. So. Nee, alles gut, alles gut. Ich fahr mal ruhig. Ich will mir da gar keinen Stress machen, ja. Deswegen lasse ich den auf jeden Fall ein bisschen ölen. Hier ist eine gefährliche Kurve für den Einser, aber wir haben sie durchfahren. Wir sind schon mehr gefahren als letztes Mal. Wie schön. Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich bin ja bis hinten durchgefahren. Oh, hätte ich nicht sagen dürfen, ey. Also ist halt geil. Ist halt entspannt. Du kannst entspannt mal eine Runde mit dem Daily fahren. Gerade wenn man so an Karfreitag und so, war das schon, also wäre das, wenn ich fahren konnte, wäre das geil gewesen. Weil du hast Klimaanlage, ja, du kannst ein bisschen filmen, man hört mich. Und du bist halt trotzdem extrem schnell unterwegs, weil wenn wir wollten, könnten wir ihn jetzt überholen. Da müssen wir uns halt auch bewusst sein. Das wäre halt schon gegangen. Na, Motorradfahrer immer gefährlich. Aber wir wollen ja gar nicht. Wir wollen ja mal entspannt hinterherfahren. Oh, GT3 hat ein Problem. Na gut. So, und jetzt zeige ich euch nochmal mit dem Diff. Guckt euch das mal an. Du kannst hier so rausfahren und der drückt dich so in die Kurve. Boah, kurz zum Wheelspin. Ich glaube, Karussell. Naja, komm, scheiß drauf, wir fahren unten. Wir müssen es fühlen. Boah, stark. Okay, gut, das ist echt gut, das hätte ich nicht gedacht. Wir fahren zwar nicht am Limit gerade, aber es ist deutlich besser, als ich dachte. Man muss halt immer sagen, das Fahrwerk, das ist ein dreifach verstellbares Fahrwerk, aber es ist kein Clubsport-Dreifach, ja, das denken viele. Viele denken, mit einem XT3 Plus hast du jetzt ein KW-Clubsport-Dreifach, das ist aber halt Quatsch. Das ist zwischen Clubsport und V3 einzuordnen, von der Dämpferkennlinie und so weiter. Ein paar härtere Federraten für die Nordschleife würden ihn in jedem Fall nicht schlecht tun, finde ich. Also da kann man auf jeden Fall noch dran. Ansonsten haben wir jetzt gerade 2,5 Bar rundherum. Reifentemperatur vorne 45 Grad, hinten 33 Grad, also im Inneren. Die Linie war es gerade aber ganz komplett gar nicht. So, hier natürlich Curb fahren, ist ja klar. Boah, nimmt er schön, ne? Man muss halt sagen, in so einem Daily fühlt sich halt so ein Curb irgendwie voll smooth an. Der fährt da so drüber. Hingegen mein M3, das ballert so im Auto. Also der fährt den auch gut drüber, aber es ballert halt trotzdem. Ah, fangen die Reifen jetzt so ein bisschen das Schmieren an? Nee. Krass ist, ich höre mehr den Lotus als meinen, weil ich habe ja hier nur einen M-Performance-Auspuff und ja, man hört halt nichts. Hier mal drüber, oh, zack und schön ins Gas. Aber ich höre wirklich ihn mehr als mich. Ja, aber man muss sagen, es fährt gut, es fährt echt schön. Ich bin mal gespannt, jetzt gleich Runde 2, was die Reifen machen. Oh, wir sind aber gerade ganz schön ausgefedert, ne? Alter Falter. Weil bisher, ich sage euch, wie es ist, ist das für mich tausendmal geiler, der Kompromiss in Reifen zu haben, der ein bisschen schlechter hier ist und dafür nicht so laut ist wie der AR1. Ja, aber halt ein bisschen auf Grip verzichten. Ne? Also der Kompromiss ist für mich gerade besser. Da würde ich eher diesen hier fahren. Deswegen habe ich den AR1 ja auch verkauft. Ne? Ich habe hier den gebrauchten Reifen habe ich verkauft, weil ich habe gesagt, ich will den nicht fahren, der ist mir zu laut auf dem Auto. Und bei Regen ist es halt auch ein Krampf. Ja. Muss sagen, ist nicht schlecht. Was man halt merkt, ist der Sturz, der tut dem Auto halt richtig gut. Ich habe jetzt vorne ja 2,5 Grad, also 2 Grad 30 Minuten. Und man muss sagen, das tut dem Auto richtig, richtig, richtig gut. Fängt es ja an zu regnen, sag mal. Ich muss mal gerade gucken. Nee, es sind nur tote Fliegen. So, wir gehen auf unsere zweite Runde. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Stuss gelabert, gerade auf der ersten. Aber ich finde, bei dem Einser sieht das immer nicht so schnell aus. Und da muss man schon ein bisschen reden, weil sonst ist das echt zu langweilig. Könnt mir gerne wieder eine Kritik da lassen, wie ihr es findet, was ich besser machen kann. Wir können gerne mal irgendwann auf eine Runde eingehen, wie ich die fahre, wobei ich halt ja auch nicht hier irgendwie der Kevin Estre des Rings bin. Und ja, das heißt, da werden andere auch besser fahren. Boah, so nämlich! Tschüss und macht's gut, ne? Moin Meister, ich bin dann mal weg, ne? Boah, hier, ey, wie schnell du wirst, guck dich das mal an. Ich bremse mal lieber. Fast 240, Alter. Okay, GPS-Speed wird ein bisschen was anderes sein, aber alter Falter. Echt krass.
So, kurz mal rausgeschleunigt aus der Kurve. Und weiter geht's. Ich musste kurz dem Maxi kurz zeigen, wie 600 PS aus der Kurve raus beschleunigen können. Boah, das schwimmt jetzt gerade aber schon ein bisschen auf, ne? Also Tom, ruhiger werden, ne? Weicher gebremst. Was redet er da? Was habe ich hier eingebremst? Weicher gebremst? Er ist gerade im Coaching-Modus oder was? Habe ich nicht eingestellt. Ach, er brauchte eine Referenzfahrt. Okay. So, und raus hier. Bremse ist sehr stark, also echt geil. So eine AP ist halt echt eine Empfehlung, ne? Wenn du öfter fährst, machen. Bremse halt richtig geil. Ich habe eben gesagt, Diff war das Wichtigste, aber am Ende kann man gar nicht sagen, was das Wichtigste war, weil so viele Sachen wichtig sind bei dem Auto, dass das gut fährt. Das muss man echt sagen. Also wenn du jetzt vergleichst, out of the box, fährt es nicht so gut. Also immer im Vergleich mit, wie kann es fahren? Weil jetzt muss man sagen, hättest du jetzt AR1, Trofeo, Cup 2, was auch immer drauf. Junge, Junge, Junge. Ich meine, du müsstest viele Kompromisse eingehen im Thema Komfort. Wenn du den aber jeden Tag im Alltag fährst, willst du das natürlich nicht. Aber du hättest halt ein Auto, was nochmal echt einen ganzen Ticken schneller wäre. Und viel wichtiger, was echt wichtig ist, es wäre nicht nur schneller, sondern es vermittelt dir halt auch mehr Sicherheit, weil jetzt schwimmt es halt schon so ein bisschen auf vom Reifen her. Später gebremst, ja, das weiß ich, dass ich später gebremst habe. Ich werde ja auch schneller. Hört ihr den reden? Ich höre den gerade reden. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Keine Ahnung, was er mir vermitteln will. Aber hier nehme ich jetzt mal schön den Curb mit. Ah, den fährt der halt so sauber weg, ne? Da bügelst du so drüber. Sauber rausgefahren. Geil. Ja, hier, du kannst in den Kurven ruhig ein bisschen langsamer sein, dafür holst du es halt auch gerade. Echt geil. Also, jetzt kommt gleich in den GT3, den lassen wir natürlich vorbei, da setzen wir schön frühzeitig den Blinker und beschleunigen auch nicht aus der Kurve mal raus, weil ja, das nervt natürlich extrem. So. Ach, das ist der Carsten. Ja, lassen wir ihn mal gerade vorbei. Zack. So, Carsten, jetzt zeige ich dir gleich mal, was es bedeutet, Leistung zu haben. Ah, aber da kommt halt die nächste Kurve, das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir zeigen es Carsten nicht, aber vielleicht schaffen wir es bis zur Mutkurve hinter ihm zu bleiben, weil gerade Kesselchen hoch, können wir uns richtig packen. Boah. Was? Aber er sagt mir jetzt, also das Ding sagt mir jetzt gerade... Ja, länger gebremst, aber was also ich brauche so eine Auswertung jetzt, was ich jetzt besser, ob das jetzt besser war oder schlechter, das weiß ich jetzt ja nicht. So, tschüss Moped, er denkt zwar, er kann schneller sein, aber ist er nicht. Haha, ciao Bella, obwohl doch, normal wäre er glaube ich schneller, denke ich. Naja, safe. So, Carsten ist da vorne, ja, den holen wir uns nicht mehr, dafür ist es jetzt zu krass, oh. Dafür ist der Abstand zu krass. Er fährt natürlich auch sehr gut, ne? Manta-Kit drauf auf dem GT3. Also da geht halt auch richtig was, ne? So ein M2, den können wir uns schon mal einverleimen, würde ich sagen. Hier ist irgendwie noch eine gefährliche Stelle, da habe ich ein bisschen Angst vor der Kurve hier. Wenn man hier so... Boah, ah, es ging. So. Tschüss, Kumpel. Mach's gut, Brudi. Ja, er hat halt auch keine Leistung. Das ist es, was die Welt braucht. Ich muss mich aber jetzt mittlerweile echt schon konzentrieren mit dem Auto, ne? Also, das fährt sehr, sehr kontrollierbar gerade. Aber es ist halt auch extrem schnell, ne? Du wirst auf den Geraden halt so schnell, dass man schnell mal den Bremspunkt verpasst und auch schnell mal sagt, okay, Kurve hätte man auch 10 km langsamer nehmen können. So, weicher gebremst, sagt er mir. Okay. Also diese Kurven, so Kurven, wo es richtig auf Grip vorne ankommt, das kann er nicht mehr jetzt. Nach anderthalb Runden kann er es nicht. Aber es ist bedeutend besser als vorher wegen dem Sturz. Das ist auch auf jeden Fall merkbar. Und ich muss sagen, es macht doch Spaß. Es macht richtig Spaß. So. Muss man aufpassen, da drehen auch schon mal gern die Räder durch. So.
Kurve würde ich mit dem M3 voll nehmen, aber der wird natürlich auch lange nicht so schnell. Oh, aber hiermit nicht. Boah, man muss sagen, ey, das, ich finde mich gerade rein. Das ist echt geil. So, hier gibt es einen kleinen Bodenbump, dann schalten wir hier mal runter. Frühzeitig einlenken, damit wir schön soft in die Kurve reinfahren und nicht so hart, weil die Reifen das nicht können. So, boah. Ja, man muss schon aufpassen. Man merkt einfach das Fahrzeuggewicht, aber das Problem ist halt auch, man vergleicht das jetzt schnell mit dem M3. Ich bin gerade eben 10 Runden M3 gefahren. Du vergleichst es halt so krass und das darf man nicht. Du darfst es nicht vergleichen. Du musst einfach sagen, das ist der M140 von damals. Ja, aber das ist halt schwierig. Da musst du dich erstmal reinversetzen in die Situation. Hier Brünnchen schön runter. Natürlich ganz entspannt, weil nichts ist peinlicher als Brünnchen abzufliegen. Also, schade, dass ich nicht mal die Trackmap hätte drauf machen können. Aber untenrum muss man halt schon aufpassen. Ne? Also du musst schon dosiert rangehen, weil du hast halt viel, viel Leistung. Oh, da war er auch gerade auf Block, das Fahrwerk. Oh, da. Das Problem ist, der ballert halt so raus, wenn da so eine, wenn der Sprung kommt, dann ist das, habe ich das Gefühl, das Fahrwerk will dich noch ein bisschen höher katapultieren. Wir gucken gleich mal auf die Thermik hier in dem Fahrzeug, aber das ist alles völlig im Rahmen. Wir sind bei nicht mal 120 Grad Öltemperatur. Wenn ich genau da hingucke, sind wir ungefähr bei 115 oder so. Boah. Und wir haben jetzt die zweite Runde gefahren. Es ist echt geil. Wir haben Reifendruck vorne 2,7, 2,6. Ich bin von dem Reifen angetan, sage ich euch, wie es ist. Also wenn ihr einen Reifen sucht für entspannt, und ich sage euch das jetzt, wie es ist, nicht irgendwie Michelin sponsort Reifen und du musst sagen, die sind toll, also würde ich nie machen. Da würde ich auch sagen, ist scheiße, weißt du? Deswegen, ich sage euch hier die Wahrheit, ich sage euch, wie es ist. So, Maxi. Ja, tschüss. Mach's gut, ne, Meister? Ja, gut. Und tschüss. Guter Scheitelpunkt. Jetzt? Oh, na, schön. Weicher gebremst. Ja. Gut eingelenkt, sagt er mir. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Oh, 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 oh. Wir haben vorne 2,8 Bar, das ist natürlich auch nicht fair dem Reifen gegenüber, ne? So, wir lassen ihn mal vorbei. So, vorbeilassen. Boah, vorne ist zu viel Druck jetzt, das ist einfach, jetzt ist es zu viel. Jetzt können wir nur noch gucken, dass wir die Linie einigermaßen sauber fahren und wenig, möglichst wenig auf den Reifen aufbauen an Nervosität, an Stress. Gut eingelenkt. Muss man echt aufpassen, hier wirst du so schnell, dass das Auto hier sehr unruhig wird an der Stelle. Deswegen da ein bisschen vom Gas. Mit dem Ding wird halt richtig was gehen, wenn du sagst, so komm, jetzt scheißegal, wir fahren jetzt einen raus, vielleicht ist danach auch mal ein bisschen übers Gras oder so. Ey, wild. Ja, er sagt mir jetzt früher gebremst, aber er sagt mir nicht jetzt, ob das gut ist oder nicht. Verstehe das nicht. Hier will ich auch nicht so schnell werden, gerade jetzt mit den Reifen vorne. Boah, das ist zu viel Druck. 2,8 Bar, das finde ich nicht so geil. Deswegen hier auf jeden Fall entspannend. Drei Runden am Stück bin ich jetzt aber gefahren, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Bremse hält sowieso komplett stand, das ist eh klar. Motorleistung hält auch locker stand. Ich meine, 55 Parts fährt die Karre hier einfach mit 1000 PS, ne? Mit 1000 PS. Der hat jetzt über 100 Dino Runs hinter sich. Also gar kein Problem für das Auto. Klar, 1000 PS ist halt schon wild, aber wenn der 1000 Dino-Runs hält, auf der Straße diverse 100-200 Zeiten, dann spricht das für mich für den Motor. Man muss sagen, die haben keinen Serienmotor, ne? Also das ist klar, ein B58, aber der hat gemachte Innereien, völlig klar. Anders wird es auch nicht gehen. So, und
Ausbeschleunigt, stark. Also genau, der Motor von 55 Parts ist natürlich gemacht, klar. Aber diese Leistung jetzt hier, wenn man nicht permanent Autobahn 390 fährt, was er nicht fährt, aber ihr wisst, was ich meine, kann man das schon machen. Ne? Das wird keine 300.000 Kilometer halten, aber überlegt mal, wann ihr zuletzt ein Auto bis 300.000 Kilometer gefahren habt. Außer jetzt euren Daily Diesel, den ihr, keine Ahnung, mit 4 Kilometern fahrt, aber jetzt so sportwagenmäßig. Ne? Wenn das hier 200, 150, 200.000 Kilometer hält, dann reicht das doch. Dann kann man den doch auch mal neu machen, den Motor. Ist doch in Ordnung. Dafür hast du ja aber auch übertriebensten Spaß gehabt dahin. Ja, jetzt jammern sie ganz schön. Aber egal, es macht immer noch Bock. Aber ich freue mich jetzt auch gleich, sage ich euch, wie es ist, wenn ich mir schön was reinessen kann, weil ich habe jetzt auch echt ein bisschen Hunger. Und man merkt jetzt gerade echt, dass sie aufgeben. Merkt ihr das? Hört ihr das? Ich lasse mal hinter mir den Porsche vorbei. Gib den Reifen vielleicht kurz eine Sekunde. Warte mal. Ah, er gibt vorzeitig Gas. Das war unfair. Das war unfair. So, Porsche Turbo ist das da vorne. Ja gut, jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell werden. Ah, wisst ihr? Naja, es ist halt nur geradeaus schnell, ne? Also er ist halt auch in den Kurven schnell. Aber ihr habt es gesehen von der Beschleunigung her. Moin. Oh, hinter mir ist aber auch so ein geisteskranker Golf. Schön rechts blinken, vorbeilassen, natürlich, klar. Ah, er ist das, ja, die Tomate. Man nannte dieses Fahrzeug auch die Tomate. Ah, nee, das war der gar nicht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, wenn ich dich, du warst nicht die Tomate. Das war ein anderer. So, hier Bremspunkt ein bisschen üben, angeblich hier spitz rein, damit man einen Bremspunkt hat und dann schön von hier gerade hoch. Merkt ihr das, wie einfach kurz die Räder durchdrehen? Das ist echt gestört, Mann. So. Ah, Fahrwerk, aua, 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 aua. Und raus. Muss man aufpassen, da kommt der Ladedruck nämlich anders. Brabus. C32. Okay, moin, dann lasst er mich vorbei. Besser ist es für dich, mein Junge. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsstellen hier oben. Echt super geile Passage mit dem M3 halt extrem geil zu fahren und da bin ich auch wirklich sehr schnell auf der Passage, würde ich behaupten. Bin bald gespannt mit Diretza, das wird nochmal geiler, aber wir sind jetzt im M1er und nicht im M3. Tom, du schwärmst schon wieder nur vom M3. Boah. Super, kürzer gebremst. Kürzer gebremst, sagt er mir, okay. Schön hier rein. Jetzt ein Dauertest hier quasi. Drei Runden. Boah, hier schön rein. Ah, jetzt jammert hier natürlich alles, ne? Also klar, Bremse bremst, aber der Reifen kann es halt gar nicht mehr rüberbringen. Ja, trotzdem, man muss einfach sagen, da müssen halt echt so Leute hier, so wie der Maxi Kurz kommen, wie Porsche Turbo S, GT3 S und so. So normallos fährst du hier mit weg. Ich meine, ihr seht ja, wie wir hier durchfahren und wir fahren ja gerade entspannt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier komplett hier die letzte Rille rausfahren. Das machen wir ja lange nicht. Guck mal, ich schalte relativ früh, ich drehe die Gänge meistens nicht aus. Schön hier rein. Und jetzt die Runde beenden. Nochmal schön abkühlen lassen. Ich denke, ja, wir geben dem Kumpel jetzt noch die letzten Kurven Abkühlung. Hat er gut gemacht, muss man, oder? Was sagt ihr? Hat er gut gemacht, der Kumpel. Echt geil. So, D rein, ESP wieder an und Abfahrt. Hier, da hinten kommen sie alle, die wilden, jungen Wilden. Oh, ich lasse euch extra vorbei, ich bin hier komplett vorbildlich. Rechts. So, Auto steht heil wieder da, drei schöne Runden gefahren. Ich wollte mal vorne reingucken gerade, weil das ist alles fest. Es klappert vorne irgendwas. Ich befürchte aber, das sind die Koppelstangen, dass die sich oben gelöst haben. Aber gut, da kann ich jetzt mit nach Hause fahren oder... Ja, kann ich mit nach Hause fahren. Die sind ja wenn nur lose. Muss ich zu Hause mal nachgucken.
knackt immer, wenn man irgendwo drüber fährt. Klack, klack, klack. Oder knackt nicht, sondern klackt. Ja, Fazit ist, Auto fährt extrem gut. Du musst halt sehen, dass das ein Straßenauto ist, das umgebaut ist. Und dafür ist es echt der Hammer. Vor allem nicht mal auf Semislicks. Reifen auch wirklich gut. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich weiß, jetzt kommen wieder welche. Ja, irgendwie in irgendwelchen Tests hatte der... Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Punkt schlechter abgeschnitten. Ich habe mir die nicht durchgelesen, die Tests. Aber was ich nur sagen kann, ist, ich meine, ihr habt es auch gesehen, dass das schön, ihr seht es ja auch immer direkt, hat echt erstaunlich gut für einen Straßenreifen funktioniert. Sieht übrigens immer noch geil aus. Wenn ihr mal so guckt, immer noch ein mega schicker Reifen. Bremse erzeugt viel Staub. Hier, warte mal, ich zeige euch das mal. Guck mal, seht ihr das? Also das ist halt echt krass bei der Bremse, wie viel Staub die produziert. Hinten halt gar nicht. Hinten gar kein Staub. So, und jetzt tanke ich noch mal kurz da rein und dann wägen wir noch mal gleich kurz ab, was man so braucht und was man nicht braucht. Yam, 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 lecker Schaparit. Ich bin mal gespannt, was der jetzt auf 3 Runden verbraucht hat. Wir sind natürlich nicht 3 Runden ausgequetscht gefahren, also voll. Aber trotzdem, der M3 hätte jetzt verbraucht auf 3 Runden, ich sag mal, gute 25 Liter. Okay, er hat 19 gebraucht. 19 nicht voll ausgequetscht. Ist gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Die erste war eine Warmfahrrunde und die anderen beiden waren dann schnellere Runden. Aber trotzdem 19, ich hätte jetzt mit deutlich mehr gerechnet. 19 finde ich gut. Was sagt ihr? 19 Liter für wie viele Kilometer sind es? Gute 60. Stark. So, ich fahre jetzt heim. Ich freue mich, wenn ihr ein schönes Abo da lasst, wenn ihr dem Video ein Like gebt und auch einen Kommentar da lasst. Das ist immer sehr gut. Das gibt immer viel gut für mich. Sehr gut. Nee, also Auto ist echt gut, muss ich sagen. Das Ding ist, jetzt ist man halt am Ende, wenn man nicht radikal werden will. Weil das sind alles Sachen, die sind entspannt. Da kannst du daily mitfahren. Aber natürlich merkt man das Fahrzeuggewicht. Also jetzt hier hinten Rücksitzbank und so raus, würde dem Auto schon gut tun. Sitze würden im Auto gut tun, weil du fliegst schon rum. Also das vermittelt dir auch ein bisschen Gefühl von Unsicherheit, weil du halt in dem Sitz drin bist und immerhin beim Bremsen überall hast du halt in dem Pole Position mit Gurten nicht. Da hockst du drin, da bist du fest, das ist alles top, da fühlt sich auch nochmal eine Nummer sicherer. Ansonsten motormäßig saugeil, hier aktuell Hammer. Man könnte die Trackmap nochmal probieren irgendwann, wenn man den MHD-Adapter denn dann finden würde. Tom, sehr gut. Diff, Hammer. Hammer, brutal, also wirklich kann man nicht mehr sagen, als es ist. Perfekt für das Auto, ist perfekt. Fahrwerk super, aber relativ weich. Ist also eher ein Straßenfahrwerk mit ab und zu mal Rennstrecke, eigentlich genau das, was wir machen, aber im Vergleich jetzt zu einem Competition-Fahrwerk ist es ein bisschen weich. Es könnte härtere Federraten für hier vertragen. Straße, perfekt, hier könnte es härtere Federraten vertragen. So, Felgen, gut, kann man jetzt nicht viel zu sagen, optisch geil. Stehen gut da, braucht keine Spurplatten, wirklich schön. Geile Felgen, gefallen mir echt gut. Gewicht habe ich leider nicht gemessen, ich weiß es gar nicht genau. Wo sind wir noch? M-Lenker vorne würde ich nicht nochmal machen. Außer, also würde ich nochmal machen, wenn ich kein Fahrwerk habe. Wenn ich ein Fahrwerk habe, würde ich es nicht machen, weil ich habe es nur ich habe es jetzt hier in dem Fall nur gemacht, damit ich Sturz generieren kann. Das brauche ich jetzt mit dem Fahrwerk nicht. Ich habe jetzt oben auch noch viel Platz im Domlager. Das heißt, ohne Fahrwerk machen, mit Fahrwerk lassen. Weil da kannst du den Sturz anders hinbringen. Ich weiß, die M-Lenker haben noch andere Vorteile, haben aber dadurch, dass das Rad anders positioniert ist, auch Nachteile. Würde ich also nicht nochmal machen, wenn ich Fahrwerk mache. Reifen, PS5, sauberer, guter Daily-Reifen mit ab und zu mal Nordschleife. Ich bin 3 Runden gerade gefahren und echt gut durchgehalten bei viel zu viel Druck am Ende. Kann man nichts Schlechtes sagen. Ist ein super Reifen. Gut, er ist jetzt auch nagelneu. Ich weiß nicht, inwiefern er abbaut, wenn er was gelaufen hat. Keine Ahnung. Pro 5000 vorne. Hammer. Ist, wenn du ein Gefühl von Sicherheit in der Bremse haben willst, einfach das Nonplusultra. Hammer. Geil. Wenn du Leistung haben willst, sowieso mach die Bremse. Kostet ein bisschen über 3000 Euro. Aber es gibt dir so viel Sicherheit im Bremspedal. Hammer. Ich habe es natürlich nicht mit radikalen Belägen probiert auf der Serienbremse. Die wird auch in Ordnung funktionieren. Das ist auch schon ein Festsattel. Das wird alles gehen. Aber 3 Runden hätte sie nicht so durchgehalten. Garantiert nicht. Jetzt war natürlich auch der Reifen noch ein limitierender Faktor. Die Bremse hier drin ist die gleiche wie beim M3. Ja, das ist einfach gestört. Also Bremse auch richtig geil. Ob du es jetzt daily brauchst, weiß ich nicht. Geil ist es trotzdem. Sieht auch geil aus. Auch ein geiler Punkt. So, Thema Motorleistung. Ist halt eine Sache, willst du es haben, willst du es nicht haben. Es ist saugeil, es macht sau viel Spaß, weil du halt jedes Mal beim Gas geben wieder das Gefühl hast, boah, und du brauchst auch nicht mehr. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das Auto braucht nicht mehr Leistung. Es ist gut, es ist wirklich gut. Ja, ist halt die Frage, hast du Bock auf Leistung, kannst du es machen? Ist natürlich schon mit Kosten verbunden, anderer Lader. Wenn du, ich sag mal,
so Preis-Leistung das Beste haben willst, einfach Software, ein bisschen Downpipe machen und fertig. Ja, Auspuff habe ich ja M-Performance, ist auch in Ordnung, ist schön leise. Ja, ist halt ein Daily, ne? Ist jetzt, hörst du nicht wirklich. Eben habe ich den vor mir den Lotus mehr gehört. Ja, und ansonsten natürlich hinten die Alu-Tonnenlager ist ein Punkt, solltet ihr machen, weil das hat der Hinterachse schon sehr viel Stabilität gebracht. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was wir mit dem Auto noch machen. Könnte aber auch sein, dass er jetzt dann irgendwann leider gehen muss, weil ich brauche ihn jetzt nicht behalten und kann nichts mehr umbauen, weil ich habe den letztendlich nur für Videos gekauft. Und da haben wir echt viele gemacht. Die sind sehr gut angekommen. Und da sind wir vielleicht jetzt irgendwann am Ende. Also wenn irgendeiner ernsthaftes Interesse bekundet, dann kann er mir gerne mal bei Instagram schreiben oder lass hier einen Kommentar da und sag hier, ich habe dir bei Instagram geschrieben oder so. Ernsthaftes Interesse, ne? Natürlich nicht, ja, ich will nur mal Probe fahren oder so. Ich würde natürlich am liebsten so verkaufen, wie er ist, komplett umgebaut. Muss man dann sprechen. Steht noch in den Sternen. Also ich will nicht morgen verkaufen, aber wenn sich jemand findet, ne, ihr wisst, wie es ist, muss man natürlich auch mal einen finden. Und wenn man einen gefunden hat, kann man sich auch glücklich schätzen und muss ihn dann auch abgeben. Was danach kommen soll, ist echt schwierig. Ich bin da bei ganz vielen Sachen. Viele sagen natürlich jetzt wieder, ja, machen wir mal ein günstiges Projekt. Der Punkt ist, die Umbauten sind nie günstig. Das wissen alle, die das gemacht haben. Und ich persönlich habe auch gerade keine Lust darauf. Und am Ende muss es mir ja auch Bock machen. Ich habe ja noch den E46 zu Hause. Wir haben noch einen E36 in der Halle stehen vom Vincent den. Und ich muss sagen, ich möchte als Daily keinen E36 mehr fahren. Weil möchte ich einfach nicht. Ist einfach mein... Will ich einfach nicht. Fertig. Punkt. Und da muss man vielleicht mal gucken, was man da macht. Ich fände einen Mercedes GTS geil. Ein cooles Auto. Also ist halt schon sportwagenmäßig. Ich hätte halt mal Bock auf einen Sportwagen. Das soll nicht irgendwie dumm oder abgehoben klingen, aber ich hätte halt mal Lust darauf. Ich meine, ich bin werd bald 30 und da kann man auch schon mal nochmal einen schönen Sportwagen besessen haben. Ne? Ich fände einen R8 cool. R8 quasi ein bisschen auf Clubsport umbauen. Hat nämlich auch irgendwie gefühlt keiner gemacht. Also dieses ältere Modell, jetzt nicht diesen aktuellen, natürlich ist es zu teuer, klar. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch Auto-Ideen habt, wie gesagt, ich habe keinen Bock Low Budget. Möchte ich einfach nicht. Ich möchte einen schönen Daily haben, wo ich auch mal hier fahren kann. Quasi wie das hier. Nur ein bisschen mehr Sportwagen. Fällt euch was ein? Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Tschüss und macht's gut, ne? Moin Meister, ich bin dann mal weg, ne?